Hallo zusammen, schön, dass ihr auch zu diesem Video wieder reinguckt. Ich hatte euch ja bei Instagram gefragt, ob ihr Bock habt auf ein Honda-Kopf-Tech-Video. Das Ergebnis war relativ eindeutig, wie ihr hier seht. Also kümmern wir uns doch mal darum, was wir alles brauchen, was wir hier alles haben, was wir damit vorhaben und wie wir das alles zusammenbauen. Wir haben hier einen Haufen Teile, nur das Feinste vom Fein. Ich freue mich drauf, ich freue mich unglaublich auf dieses Projekt und ich freue mich auch sehr auf dieses Video. Nach dem Intro geht's los. Starten wir einfach mit dem, was wir hier so rumliegen haben. Wir haben hier eine Skunk Crew Pro Series Ansaugbrücke, ein Garrett GTX 2860 Turbolader, ein Gen 2 ist das sogar. Wir haben eine elektronische Drosselklappe. Ja, richtig, wir bauen unseren D16 Turbo auf elektronische Drosselklappe rum. Warum? Weil ich es gut finde. Dafür sprechen wir nachher drüber. Dazu haben wir hier einen Haufen Teile von Brian Crower, zum Beispiel Ventile und Springs and Retainers, heißt es in Amerika immer so schön. Also, wie ihr hier seht, Ventilfedern und Federteller und so weiter. Wir haben eine Skunk 2 Stage 4 Nockenwelle und ein Skunk 2 Nockenwellenrad hier. Und natürlich noch alles, was man zu dem Umbau auf die größeren Ventile braucht, also die Ventile an sich. Und neue Ventilführung, Ventilschaftdichtung. Und so weiter. Hier liegt noch ein Benzindruckregler, der hat eigentlich mit dem Kopf jetzt gar nicht so viel zu tun, war aber halt noch da. Gehen wir mal direkt auf die einzelnen Teile ein. Starten wir mit unserem Zylinderkopf. Wir haben hier einen serienmäßigen D16Y8 Zylinderkopf, der kommt aus unserem Schlachtdessol und der soll die Basis für unseren Kopfumbau hier werden. Warum überhaupt Kopfumbau und wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Also, irgendwann war ja mal die Idee, dass unser Turbo D16 so ein Low-Budget-Projekt wird, Diese Idee ist dann halt auch irgendwann mal gestorben, weil wir uns jetzt gesagt haben, komm, lass es uns so machen, dass es einmal richtig ist. Dazu kommt ja noch, eigentlich war ja die Idee, dass wir so einen D16 Turbo bauen, um damit nur für die Meile zu fahren. Jetzt haben wir aber dadurch, dass wir die Karosserie gekauft haben, mit der Eintragung die Möglichkeit, das Ganze auch noch legal auf der Straße zu fahren. Soll heißen, jetzt machen wir es halt einfach einmal richtig. Und dann muss man natürlich auch den Kopf machen. In Amerika ist es völlig üblich, dass die viele Tuner, also Schrauber, einfach quasi ihren normalen D16 Standardmotor einfach so lassen, eBay Turbo Kit drauf, einmal abstimmen, fertig. Damit fahren sie so 250 PS oder so, cool. Die nächste Steigerung ist dann so dieser klassische Viterra Build, den ihr auch hier in unserem Video schon mal gesehen habt. Soll heißen Call Employ, relativ günstige Sache. Und dann habt ihr einen Motor, der so 400, 500 PS, je nachdem wie man ihn abstimmt und wie man ihn auch nutzt, stabil hält. Erreicht man diese 400 PS bestimmt irgendwie auch mit Serienkopf und ganz, ganz viel Ladedruck. Wir haben uns aber jetzt überlegt, wir machen halt auch unseren Kopf einmal frisch. Erstens für einen besseren Flow, wir haben viel besseres Abgasverhalten, wir haben höchstwahrscheinlich einen deutlich besser spulenden Turbolader und können uns auch einfach sicher sein, dass uns hier nicht irgendwie beim ersten Mal richtig reinlatschen irgendwie ein Ventil wegbrennt. Dazu haben wir halt, wie gesagt, als Basis unseren D16Y8 Zylinderkopf. Der ist schon ganz schön ausgeräumt. Ich habe jetzt nur noch mal einmal für die Veranschaulichung hier unsere Nockenwelle. Das ist wie gesagt eine Skunk 2 Stage 4 Nockenwelle. Das ist schon relativ rau. Was sagt diese Stage? Stage 1 und Stage 2 sind so Nockenwellen, die kann man noch in einem NA-Fahrzeug, also in einem nicht aufgeladenen Fahrzeug. NA steht jetzt nicht für nicht aufgeladen. NA steht für Naturally Aspirated, also nicht frei übersetzt, aber nicht aufgeladen. Also für ein Saugfahrzeug, quasi ein Saugmotor. Könnt ihr die fahren? Stage 3 und 4 ist schon eher so für Turbo-Applikationen. Wie halt in unserem Fall. Wir haben hier unseren leeren Zylinderkopf. So, der war jetzt auch noch nicht beim Plan oder so. Macht auch keinen Sinn, weil der wird hier jetzt noch komplett umgebaut. Hier haben wir also jeweils die Ventile. Hier oben kommen nachher die Einlassventile rein. Hier unten kommen die Auslassventile rein. Und da kommt auch schon das erste Upgrade. Und zwar werden wir zum Beispiel auf der Einlassseite nicht das Standardmaß fahren, also 30 mm, sondern wir fahren 31 mm. Dafür haben wir hier diese wunderschönen Brian Crower Oversize Ventile, die sind wie gesagt 1 mm hier im Durchmesser größer. Und damit ihr mal einmal den Unterschied in der Größe seht, steche ich das Ventil jetzt hier einfach mal rein. So, und da seht ihr schon, ich bekomme es nicht ganz zu. Wir haben halt hier so einen Überstand und das wird jetzt vom Motorenbauer neu gemacht. Sprich, der nimmt den Kopf, spannt ihn ein und schneidet dann den Ventilsitz. Also den Sitz, wo diese Wände oder diese Fläche, wo das Ventil im Kopf abdichtet, der wird neu geschnitten.
So, das wird man so mit einer Maschine gemacht und danach wird das Ventil neu eingeschliffen, so wie ihr das vielleicht auch kennt, wenn ihr schon mal Ventile eingeschliffen habt. Das machen wir natürlich nicht nur auf der Einlassseite, sondern auch auf der Auslassseite kommen 1 mm Oversize-Ventile rein. Was bedeutet, wir kriegen nicht nur mehr Benzin-Luft-Gemisch rein in den Brennraum, sondern auch schneller wieder raus. Schneller wieder raus ist nicht nur gut, damit wir den nächsten Verbrennvorgang, also den nächsten Explosionsvorgang im Zylinder starten können, sondern auch einfach, umso schneller die Abgase wieder rauskommen, umso schneller können sie unseren Turbo antreiben. Das bedeutet schnelleren Spool und das ist das, was wir haben wollen. Mit unseren Oversize-Ventilen ist es aber natürlich nicht getan. Wir werden auch die Einlass- sowie die Auslasskanäle ein wenig polieren, vielleicht sogar ein bisschen weiten und an die Drosselklappe bzw. an die neue Ansaugbrücke anpassen. Das entscheidet am Ende aber der Motorenbauer, was er da machen kann und wie weit er da gehen möchte. Das überlasse ich den Leuten, die da richtig Plan von haben. Wir bauen das am Ende nur zusammen. Damit wir unsere Ventile auch ordentlich auf und zu bekommen, haben wir uns, wie schon gesagt, für eine Skunk 2 Stage 4 Nockenwelle entschieden. Das ist schon ein relativ scharfes Profil. Das wird auch im Stand ein bisschen rumpelig laufen eventuell. Da werden wir aber entgegenarbeiten, da wir ja nicht nur unsere elektronische Drosselklappe, wie eben schon angeteasert, verbauen werden, sondern halt auch logischerweise ein Linksteuergerät, was uns da viele, viele Möglichkeiten gibt, dort irgendwo auch den Leerlauf zu verbessern. Gucken wir uns einmal kurz die Nockenwelle genauer an und was unterscheidet eigentlich so eine Stage 2, 3 oder 4 Nockenwelle von der Seriennockenwelle. Der Unterschied bei der Nockenwelle ist relativ schnell und relativ einfach erklärt. Klar, es gibt natürlich auch noch Unterschiede im Material und so weiter, aber der Unterschied in der Funktion einer scharfen Nockenwelle zu einer normalen Nockenwelle, der ist doch relativ übersichtlich. Der Unterschied ist, dass die Nocke hier oben mehr Material hat und somit länger das Ventil offen hält. Bei einer Seriennocke wäre zum Beispiel übertrieben die Nocke so und würde hier relativ schnell wieder runtergehen. Und bei dieser Skunk 2 Nockenwelle, wie gesagt, in diesem Fall eine Stage 4, haben wir hier oben viel mehr Material, es ist also breiter und dadurch drückt quasi die Nocke über den Kipphebel das Ventil einfach viel länger auf. Dadurch, dass das Ventil länger auf ist, haben wir einfach die Möglichkeit, mehr Kraftstoff-Luft gemischt in den Brennraum zu bekommen und das über unsere Abstimmung halt dementsprechend dann zu zünden. Soll heißen, ganz einfach gesagt, die Nockenwelle macht das Ventil länger auf, wir drücken viel mehr Kraftstoff-Luft-Gemisch rein. Eigentlich ist es nämlich ganz einfach, mehr Luft und mehr Sprit zusammengepresst ergibt eine einfach stärkere Explosion und eine stärkere Explosion ergibt mehr Leistung. Kommen wir zum letzten Teil unseres Nockenwellen-Setups und das ist unser Nockenwellenrad. Hier haben wir nämlich den Vorteil, dass wir zwei verschiedene Skalen drauf haben. Einmal für den D16Z6 und einmal für den D16Y8, welchen wir brauchen. Wozu brauchen wir das? Relativ einfach. Über diese kleine Skala hier können wir die Zündung verstellen. Also wir können quasi die Zündung ein Stück nach vorne oder nach hinten verstellen. Das ist nachher bei der Abstimmarbeit relativ wichtig und deshalb empfiehlt es sich einfach, so ein Nockenwellenrad dazu zu nehmen. Abgesehen davon machen wir uns mal nichts vor. Es sieht halt auch einfach super aus. Was gehört noch zu einem guten Kopfsetup? Natürlich unsere Ventilfedern und die passenden Federteller. Warum gradet man Ventilfedern überhaupt ab? In diesem Fall haben wir Titan-Ventilfedern von Brian Crower. Die haben den Vorteil, dass sie deutlich steifer sind. Soll heißen, ihr habt einfach die Möglichkeit oder beziehungsweise gibt euch diese Ventilfeder die Möglichkeit, das Ventil schneller wieder zu schließen. Dazu kommt noch, natürlich ist es einfach ein Neuteil und kein 20 Jahre altes Gebrauchteil. Und diese Ventilfedern sind halt extra für diese hohen Belastungen gemacht. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass diese Ventilfeder hier so drin sitzt und da drin arbeitet halt das Ventil hoch und runter, beziehungsweise kriege ich von hier oben immer mit der Nockenwelle, wird es immer, beziehungsweise nicht mit der Nockenwelle, sondern mit dem Kipphebel wird es hier immer runtergedrückt, wird so eine Ventilfeder unheimlich oft, tausende Male pro Minute zusammengepresst. Und da ist es einfach wichtig, gerade bei solchen leistungsgesteigerten Motoren, wo ihr halt einfach viel Leistung haben wollt, ist natürlich extrem wichtig, dass dieses Ding hält. Weil wenn so eine Ventilfeder bricht, fällt euch im schlimmsten Fall der Rest hiervon irgendwo in eurem Kopf rein, es fliegt auseinander, es geht irgendwas kaputt, die Ventile brechen ab, eure Nockenwelle wird beschädigt, was auch immer. Es gibt also viele, viele mögliche Horrorszenarien, was passieren kann. Deshalb ist es wichtig, diese abzugraden. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Stärken und verschiedene Festigkeiten und so weiter. Wir haben uns hier für Brian Crower entschieden, weil das einfach sehr bekannt ist in der Honda-Szene und denke ich mal, sehr gut seinen Job tun wird hier in unserem Kopf. Weiterhin gibt es natürlich noch einen Satz Ventilführung, in diesem Fall bronzene Ventilführung, auch von Brian Crower, extra angepasst für unsere Ventile, haben wir für die Abgas- und die Einlassseite, sowie logischerweise Ventilschaftdichtung. Jeder, der Honda fährt, kennt das, wenn die Öl brauchen, die Dinger, ist es sowieso meistens die Ventilschaftdichtung und hier machen wir gleich einfach einmal alles neu. Wenn das alles zusammengebaut ist und unser Kopf eventuell halt noch seine Anpassung auf den Einlass- und Auslasskanälen hat, ist das schon mal eine sehr gute Basis für das, was wir damit vorhaben.
Und zwar richtig viel Boost. Und zu viel Boost gehört viel Turbolader und mit viel Turbolader geht es jetzt direkt weiter. Hier haben wir es also das Herzstück unseres gesamten Umbaus, unser Garrett-Lader. In diesem Fall ein GT2876, ich habe gerade nochmal geguckt. Warum habe ich diesen Turbolader ausgewählt? Ganz einfach, er war da. Ich habe den mal zusammen mit einem anderen Auto dazu bekommen quasi und er war jetzt einfach über. Unsere andere Alternative wäre ein China-Lader gewesen, was man sicherlich auch machen kann, aber wenn man Garrett da hat, nimmt man noch einen originalen Garrett. Es könnte sein, dass dieser Turbolader auch ein bisschen zu groß ist und vielleicht so ein bisschen Probleme mit dem Spulen hat, wobei es ist ein Gen 2 Turbolader, also von daher schon relativ moderne Technik. Ich denke mal, das wird schon funktionieren. Dazu mit unserer Stage 4 Nockenwelle und so weiter, ich denke, den kriegen wir schon irgendwie angespult. Allgemein ist es natürlich sowieso in diesem Fall so, dadurch, dass wir den ganzen Kopf machen und alles sehr optimieren, wird es weniger Probleme mit einem größeren Turbolader geben. Dazu kommt, und das höre ich immer wieder gerade von unserem Abstimmer, nimm lieber einen Lader, der ein bisschen zu groß ist oder ein bisschen größer ist. Da brauchst du einfach nicht so viel Ladedruck, der schiebt deutlich mehr Luftmasse, ist klar. Wenn ihr jetzt einen GT25 zum Beispiel nehmt, was ein relativ üblicher Lader ist für so einen Umbau, oder einen T3, T4 Turbolader, gerade diese eBay-Dinger, 300 Euro oder sowas, ja, das funktioniert auch, die sind auch ein bisschen kleiner, aber der muss natürlich viel mehr pumpen. Und unser Ziel sind ja irgendwie so irgendwas um 400 PS, vielleicht auch ein bisschen drüber. Und damit, da langweilt sich dieser Turbolader. Das ist für den überhaupt keine Herausforderung. Von daher, er war da, er ist gut, nutzen wir ihn. Damit unser kleiner Schaufensterfreund hier auch seine Luft gut los wird und das vernünftig in die Brennräume reindrücken kann, haben wir uns diese Skunk 2 Ansaugbrücke noch besorgt. Die hat aktuell hier einen 65 mm Einlass. Dazu haben wir unsere Bosch Motorsport Drosselklappe. Die hat ein 74,5 mm Einlass, das habe ich aber vorher recherchiert und wir kriegen dieses Teil, also diesen Einlass hier, aufgeweitet auf bis zu 75 mm. Soll heißen, dann passt auch unsere Drosselklappe hier wunderbar dran. Vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, warum wir das überhaupt mit dieser Drosselklappe machen. Das hat für mich mehrere Gründe. Auf der einen Seite, klar, es ist wieder moderne Technik. Wir kriegen unseren Motorraum ein bisschen cleaner, dadurch, dass wir den Gaszug rausschmeißen. Und mich reizen einfach solche Projekte. Es gibt aktuell, ich kenne zumindest keinen, weltweit kenne ich keinen. Ich bin allerdings auch nicht so viel im Moment in den amerikanischen Foren unterwegs. Aber zumindest gibt es wahrscheinlich in Deutschland keinen D16 Turbo mit einer elektronischen Drosselklappe. Und ich wollte es einfach ausprobieren. Wir werden ja in diesem Fall, wie gesagt, auf ein Linksteuergerät umbauen. Und dementsprechend haben wir also auch die Möglichkeit, diese Drosselklappe in unserem Fahrzeug zu betreiben. Also warum nicht? Einfach mal was Neues machen und mal gucken, was passiert. Wie gesagt, 75 mm, das ist ein bisschen groß. Wir werden wahrscheinlich also irgendwie 3 Zoll Ladedruckrohr fahren. Ja, das braucht man ganz sicherlich nicht beim 1,6er, aber naja, wie gesagt, einfach ausprobieren, gucken, wie es sich fährt. Am Ende, man kann immer noch alles wieder umbauen, aber das ist so unser Einstiegssetup, womit wir versuchen werden, irgendwo in Richtung 400, 450 PS zu kommen. Ich denke, die Chancen dafür stehen ganz gut, dass wir das schaffen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen zu unserem Honda Turbo Projekt habt oder zu irgendwelchen anderen Sachen, haut es gerne in die Kommentare. Allgemein, denkt an die Kommentare, das ist das, was den Algorithmus nach vorne bringt, beziehungsweise uns im Algorithmus. Ansonsten freue ich mich über euren Like, euer Abo. Wenn ihr noch so einen freshen Hoodie braucht oder die passende Kaffeetasse dazu, kommt gerne auf motomerch.de vorbei. Da haben wir gerade im Honda-Bereich so einiges für euch hochgeladen und eingestellt. Da könnt ihr mal schauen. Vielleicht findet ihr ja noch irgendwas, was euch gefällt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.